Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Ich bin's, euer Brilli, und ich melde mich zurück hier nach dieser etwas langen Pause. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, es kommt wahrscheinlich gar kein Teil mehr von The Vanishing of Ethan Carter. Nein, so nicht. Mein Kanal versucht natürlich, alle Projekte zu beenden, die er angefangen hat. Und deswegen geht's natürlich weiter mit The Vanishing of Ethan Carter. Es ist ja auch ein geiles Spiel. Wäre ja blöd, wenn ich nicht weitermachen würde. In der letzten Folge, nur um das nochmal zu rekapitulieren, sind wir durch Tauschen von Räumen einem Raum auf die Schliche gekommen, der wohl als eine Art Refugium für Ethan gedient hatte. Der ist jetzt, also in der letzten Folge sind wir ja hier reingegangen, könnt ihr euch ja dann nochmal gerne angucken. Und da war der natürlich so hell und noch aktiv quasi, in Anführungsstrichen. Und jetzt, als wir dann, glaube ich, etwas gelesen haben und es weggelegt haben, ist dieser Raum eben verfallen und in dieser Jetztzeit gelandet. Und dann schauen wir doch mal, was wir jetzt hier noch zu lesen bekommen. Ich glaube, den Zettel, warte mal, als lebt er im Zauberer. Das hatten wir gelesen. Das war, glaube ich, der Zettel, der in diesem Raum lag, als er noch aktiv war. Also den hatten wir gelesen. Wenn ihr das nochmal lesen möchtet, beziehungsweise vorgelesen bekommen möchtet, dann schaut euch nochmal die letzte Folge an. Gucken wir mal, was hier liegt. Oh, ein Zeitungsausschnitt. Okay, schauen wir uns den mal an. Ich glaube, den haben wir nicht gelesen. Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Josefson. Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Otgen einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brauerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schaffel, es könnte sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Okay. NASA startet ATS-6-Satelliten von der Associated Press, Cape Canaveral, Florida. NASA startete heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Applications Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Okay, also das, was mit der NASA, weiß ich jetzt nicht genau, kann ich jetzt gerade nicht genau einordnen. Schnapsbrennerei. Ob das was mit dem Brand zu tun hat, das ist die Frage. Ich glaube, in dem Raum haben wir jetzt soweit alles erledigt. Würde ich mal fast meinen, deswegen öffnen wir hier mal die Tür. Eigentlich müssten wir jetzt zurück in das Haus kommen, aber hier sieht es doch anders aus, oder? Als ich das in Erinnerung habe. Ach, jetzt sind wir. Warte, nee, wir sind jetzt in dem einen Haus, ne? Ja. Wir sind jetzt in dem einen Haus, an der Brücke. Da sind wir ja eigentlich reingegangen. Gerade nochmal gucken, ob wir hier irgendwas entdecken können. Da hinten auf dem Gebiet sind wir ja gestartet. Dann hier rüber gegangen, hier lang über den Damm. Aber sehen tue ich jetzt auch nichts Spannendes. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bin mir da noch nicht so sicher. Jedenfalls haben wir den Raum geöffnet, das ist doch schon was. Ich glaube, hier ist jetzt auch nichts weiter, das heißt, wir gehen mal runter. Hier war auch nichts mehr. Nicht so wirklich. Ja, gerade hier im Fenster gucken. Damit müssen wir uns auch noch beschäftigen, mit diesem Aufzug da. Let's see. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Jetzt nochmal in das eine Haus hier, glaube ich. Wobei das wahrscheinlich nicht allzu viel bringen dürfte. Aber ich will es nochmal sehen.
da irgendwas ist. Wir wollen ja schließlich ja nichts verpassen. Aber ich denke mal, da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Die Türen. Ja, das hat. Was war. Was stand hier? Ach, das war das Bild. Genau. Uncle Chad was mean. Dad was sad. Mom was mad. Travis was loud. Graham was quiet. So sieht's aus. Okay. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal alles durchgehen sollte. Gehen wir gerade unter den Dachboden, denn da sind wir in den Raum gelangt. Aber hier ist auch nichts. Ich meine, dass wir hier durch die Tür gegangen sind. Dann in die Richtung jetzt und dann in den Raum gegangen sind, ne? Meine ich mich erinnern zu können. Ob es wahr ist, könnt ihr sehen in der letzten Folge. Hier geht ein Weg hoch. Ja, und wir haben den Aufzug natürlich auch noch vor uns. Wollen wir gerade zum Aufzug gehen? Konnte man da überhaupt was machen? Wir waren doch schon mal da, oder? Schauen wir mal. Also hier geht es zumindest runter. Ja, zu einer Art... Wahrscheinlich ist das das Kraftwerk. Könnte das ein Kraftwerk sein? Ich denke mal, weil da gehen die ganzen Stromkabel gehen da raus. Und ja, das Ding dürfte aber eindeutig außer Betrieb sein. Not sure. Also hier können wir eigentlich nichts tun, glaube ich. Sieht mir zumindest nicht danach aus. Gut, dann gehen wir mal den Weg lang, den wir gerade entdeckt haben. Und gucken mal, ob wir da irgendwas machen können. So hoch. Ja. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Könnten wir mal hier hinten lang gehen. Vielleicht findet man ja irgendwas. Ne, hier geht's gar nicht weiter. Nimm denn. Wenn man mal wüsste, ob man halt irgendwo was findet, weißt du? Auf jeden Fall schön, wie die Sonne durch die Bäume scheint. Oh! People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. But I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Does death bring peace or suffering? Alter, warum erschreckt ihr mich denn so? Geht das nicht auch ohne Erschrecken eventuell? Would you prefer anonymity over notoriety? Könnt ihr das lassen? Allerdings, ich gehe einfach dem Ding nicht entgegen. Was wollt ihr von mir? Was soll ich tun? Mann. Alter, laber nicht so ein Müll. Jetzt hat sie nichts mehr gesagt. Was ist das? Das will ich eigentlich lesen. Ah ne, das scheint dasselbe zu sein, hat er nur abgehört zu schreiben. Schauen wir mal. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zur Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen.
Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf einen Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Okay. Was soll das bedeuten? Wie könnte man das interpretieren? Geht es um die Mutter von Ethan? Die Ethan bekommen hatte und dann hässlich wurde? Und als Ethan gestorben war, ging es der Mutter vielleicht wieder besser? Man weiß es nicht genau. Nicht sicher. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Alter, das Ding ist, war Missy jetzt seine Mama? Was fliegt hier so rum? Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behält und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so, und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel, mein kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Warte mal, konnte man das reden noch? Nein, da steht nichts. Also die Mutter scheint so ein bisschen verrückt gewesen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt einfach richtig gemacht hatte. Oder was passiert wäre, wenn ich auf die Lichter zugegangen wäre, ehrlich gesagt. Also hier ist nichts weiter. Schauen wir uns mal weiter um. Dieses Erschrecken immer, ne? Muss doch nicht sein. Was ist das? Das ist das christliche Symbol für, weiß ich nicht was, für Jesus? Ach, das ist ein Pluto. Nö, jetzt nicht noch ein Pluto. Bitte nicht. Muss ich mir jetzt alle angucken? Ruhe in Frieden steht hier sogar auf Deutsch. Das ist strange. Da hinten ist eine Gruft. Oder mehrere Gruften. Gruftis. Was haben wir hier? Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke. Keine Blutspur. Opfer getötet, verwundet. Oh nee, das ist aber jetzt gruselig. Mörtel, Kelle. Gut beobachtet. Das war's oder was? Unterbrochen? Schubkarre. Ja, unterbrochen bei was? Eine neue Gruft werden sie nicht gebaut haben, aber hier wurde irgendwas... Nee, nein. Leute, das war's mit The Vanishing of Ethan Carter. Ich geh da nicht rein. Alter, ich sehe nichts.
Griff. Krähe. Zeit. Was für eine Krähe? Halten. Da liegt eine tote Krähe. In dem Grab. In welchem Grab? In dem, oder? Was wir eben gesehen haben. Alter. Gehen wir da noch kurz hin. War das jetzt hier in dem? Nee, ich glaube nicht. Hier? Nee. Welches Grab war denn das jetzt? Warte mal, hier das, oder? Ja. Da ist er. Nehmen. Den zoomen. Okay, wir nehmen eine tote Krähe an uns. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei The Vanishing of Ethan Carter. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss, liebe Leute.